Moin aus Hamburg. Schön, dass du heute wieder dabei bist, denn es ist Zeit, über das Marketing zu reden. Ich komme gerade aus dem Talk mit Linda Bolz. Sie ist aus dem Marketing Club Hamburg, aus dem Vorstand. Und wir haben uns mal so ein bisschen angeschaut, was passiert eigentlich gerade im Marketing, wie ist die Zukunft des Marketings, wie sind die Einflüsse aus der Digitalisierung und was kann so ein Club dort gut bewegen, welche Richtung geht's? Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback, deine Gedanken dazu. Rede mit, schreib einen Kommentar und drunter nimm Kontakt auf, abonniere den Kanal, auch das. Und ganz klar, wenn du Fragen für dein eigenes Business haben solltest, für deine Zukunftsplanung, deine Strategieplanung, deine Services, Produkte, sag Bescheid, Trinkfest hilft. Wir sind für dich da, gerade in diesen turbulenten Zeiten, denn das ist unsere Aufgabe, vorausschauend zu sein und unseren Kunden zu helfen. Jetzt aber auf ins Gespräch mit Linda Bolz. So, ich freue mich jetzt sehr, Linda Bolz als Gast zu haben im Daily Trend Talk. Hallo Linda, schön, dass du dabei bist. Guten Morgen, Matthias. Hallo, danke, dass du mich dabei hast. Die Ehre ist ganz meinerseits. Was genau machst du, Linda? Du bist am Marketing Club Hamburg. Aber bevor ich jetzt zu viel spoiler, erzähl mal lieber selbst. Ich bin Mitglied im Marketing Club Hamburg und gleichzeitig auch noch im Vorstand und betreue dort die Mitglieder. Wir sind im Vorstand 7 Leute und ein Ressort davon sind halt die Mitgliederbetreuung, also neue Empfang, die im Club sind, im Grunde ja, betreuen, begleiten, Fragen klären. Das ist meine Hauptaufgabe und natürlich den Club für diesen Bereich weiterentwickeln. Aber das mache ich nicht alleine, das mache ich mit einem starken Team hinter mir und natürlich auch mit den anderen Vorstandsmitgliedern. Genau. Wunderbar. Und vielleicht nochmal für diejenigen, die den Marketing Club nicht kennen. Ich meine, das Marketing selbst ist, glaube ich, den meisten ein Begriff. Da werden wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen. Aber was macht der Marketing Club? Was zeichnet ihn aus? Der Marketing Club ist ein Fachverband, ein Berufsverband. Bei dem dreht sich alles ums Marketing. Von A bis Z, also Marktforschung, Branding, künstliche Intelligenz, Marketingorganisation, also alles, was so die klassischen Themen sind, wie man sie so vor 10, 20 Jahren kannte, also klassische Markenstrategie beispielsweise und Marktorientierung, Kundenorientierung. Und kümmert sich aber auch darum, und das ist die Hauptaufgabe, die Wissensvermittlung für neue Themen, also was die Branche bewegt, was aktuell angewendet werden muss. Und wir haben einen starken Praxisbezug. Also das ist das eine, die Wissensvermittlung mit Praxisbezug. Und das andere Thema ist Netzwerken innerhalb der Branche, um sich auszutauschen, sich zu verknüpfen und davon zu profitieren. Das ist im Grunde unsere Hauptaufgabe, die beiden Themen für das Marketing voranzutreiben. Okay, also KI fand ich ja jetzt spannend. Das heißt, ihr KI-Marketing? Also du musst dir das so vorstellen, wir haben regelmäßige Veranstaltungen, so circa 40 bis 60 im Jahr. Ah, okay. Und laden im Grunde externe Partner ein, Agenturen, Unternehmen, die beispielsweise KI anwenden würden. Ja. Also jeder, der was zu erzählen hat, der im Grunde einen Mehrwert für unseren Verband bringt, aber auch Mitglieder aus den eigenen Reihen. Also wenn da jemand dabei ist, der sagt, hey, ich habe hier in der ganz groß drin, bin Experte, wäre das nicht mal interessant für euch, dann gibt es auch die Möglichkeit, da vorzustellen. Immer unter der Maßgabe, dass es nutzt und uns im Club weiterbringt. Ne? Also das heißt nicht nur neue Themen, sondern auch so ein Dauerbrenner, was ich vorhin schon sagte, so klassisches Branding oder Markenstrategien sind dann auch immer noch dabei, weil es ist ja, nur weil es nicht neu ist, ist es ja nicht wichtig, das auch zu wissen. Okay, genau. Klar. Damit sind wir eigentlich schon mittendrin im Thema. Das heißt, wir können nicht sagen, Marketing ist natürlich klassisch von analog bis digital. Wir sind mitten in der Digitalisierung drin. Wir haben gerade in den letzten 12, 14 Monaten, bedingt natürlich auch durch die Corona-Krise, einen massiven Digitalisierungsschub. Und das bildet ihr dann ab. Das heißt, ihr habt jetzt diese Veranstaltungen, ihr habt das Netzwerk, ihr habt die Mitglieder. Und die Frage, die natürlich da nahe liegt, ich war auch schon mal auf Veranstaltungen von euch. Sehr gut. Und
Die Frage, die nahe liegt, wie kommt ihr da mit den Fragen der Digitalisierung? Inwieweit bestimmt das Leben der Mitglieder im das schneiden wir jetzt mal raus, Moment. Ich verhaspel. Ich wollte gerade sagen, inwieweit bestimmt das Leben der Mitglieder im digitalisierungslangsamen Deutschland? Das will ich aber nicht gleich zum Anfang bringen. Ja, sonst sind wir nicht gleich tief dabei. Genau, nee, das einfach nochmal. Okay, das heißt, wir haben eigentlich einen guten Mix in dem gesamten Spektrum von analog bis digital. Die Frage, die sich stellt, ist, wie bildet ihr das ab? Wie kommt ihr mit den Entwicklungen, auch mit diesem ganz starken Wandlungsdruck? Ich habe das im letzten Jahr im Rahmen der Reihe sehr, sehr oft gehört, zumindest zum Anfang des Jahres, dass die Leute sagen, wir haben jetzt Digitalisierungszwang. Mittlerweile gibt es natürlich schon sehr, sehr viele Fortschritte weltweit. Alle haben gelernt. Was macht der Marketingclub da? Habt ihr jetzt sehr viele digitale Themen oder gibt es mehr Mitglieder, die aus dem Digitalen kommen? Wie sieht das da aus? Also wir haben ganz heterogene Mitgliedschaft. Also Hm. wenn ich das jetzt auf digital beziehe, dann haben wir welche, die sind ganz weit vorne dabei. Also was ich vorhin schon gesagt habe, Agenturen, die sich im Grunde in dem Feld darauf spezialisiert haben, und auf der anderen Seite Unternehmen, die hinken. Also das ist ein Querschnitt der deutschen Gesellschaft und der Wirtschaft. Also die hinken dem Thema dann halt noch mehr hinterher und brauchen dabei Unterstützung, sodass wir da auch Programmangebote machen. Meistens immer auf dem Abend und zurzeit halt ja leider nur digital, später vielleicht auch wieder im Sommer hybrid. Aber um das so den, ja, den Personen, die da noch Lücken haben, oder den Unternehmen, die da noch Lücken haben, das näher zu bringen. Selber im Club haben wir natürlich wie jeder anderes oder wie jedes andere Unternehmen oder Verband auch die Herausforderungen. Da sind wir zum Glück ein bisschen nicht so gebeutelt wie vielleicht andere Unternehmen. Da unser großer Fokus Netzwerken ist, haben wir das jetzt sehr leicht natürlich in digitale Veranstaltungen überführen können. Also Zoom ist unser bester Freund, wie wir hier heute auch. Wir bieten das, also im Grunde profitiert der Club gerade noch von dieser Corona-Entwicklung, denn damit konnten wir uns öffnen und haben uns besser verbunden mit den anderen Clubs, die es ja national auch noch gibt. Also wir sind nur einer von 64, und so profitieren unsere Mitglieder, und ich bin ja selber auch ein Mitglied davon, dass ich beispielsweise in Karlsruhe oder München jetzt auch digital Veranstaltungen schauen kann, die mir vorher ja verwehrt blieben, weil ich ja nicht in München ansässig bin. Also das ist so das eine Thema, Digitalisierung bei uns im Club. Und das andere Thema ist beispielsweise, wir hatten vor 5 Jahren, 2014, 2015, haben wir noch mit einem Mitgliederverzeichnis als eine Art Booklet, also als eine Art Buch im Club gehabt, und eine lange Zeit lang nichts, weil ich glaube, das weiß jeder, der irgendwie ein Buch rausgibt oder ja, einem Unternehmenszusammenfassung, Unternehmensgeschichte oder Kennzahlen. Da weiß man, nach einem halben Jahr ist das Buch veraltet und man kann eigentlich schon wieder eine neue Auflage machen, sodass wir das Thema jetzt, also Mitgliederverzeichnis, in den digitalen Bereich überführt haben, so analog Xing und LinkedIn, natürlich nicht mit den ganzen Funktionen, aber man sieht, wer im Club drin ist, und das ist dann ja so auf unserem Niveau für das, was wir im Club brauchen, unser Anteil an Digitalisierung. Und ja, weitere Projekte sind schon so ein bisschen angedacht, ne? Also Thema Social Media betrifft uns ja genauso auch wie andere Unternehmen. Das heißt, ich kenne das jetzt aber auch. Also, wir haben den Trend Talk vorher als eine Vorortveranstaltung gemacht. Und jetzt sitzen wir hier vor der Kamera. Und das heißt, bei den Vorortveranstaltungen haben wir das Einzige, was wir machen konnten, war die Leute per Newsletter zu informieren: Hey, wir haben das Thema gerade und das geht dann an einen Verteiler, der recht groß ist. Und natürlich einige Leute gesagt: Schade, ist jetzt hier in München ein tolles Thema. Das heißt, wir haben jetzt plötzlich eine riesige Reichweite bekommen. Und das ist natürlich sehr spannend. Ich muss also dann nicht nach Madrid reisen oder gut, ich weiß, seid ihr in Madrid? Nee, nicht Madrid. Wir sind national Nur unterwegs. national. Okay, was ist das mit internationalen Marketingclubs? Irgendwie gibt es da Netzwerke oder sowas in Richtung? Da bist du.
Das ist eine Lücke, die ich jetzt aktuell habe, das muss ich zugeben. Bestimmt. Aber ich habe noch nie was davon gehört. Also ich würde jetzt sagen, sie sind immer alle länderbezogen, organisiert, aber man lernt nie aus. Das wäre jetzt nach unserem Talk für mich eine Frage, die ich klären möchte. Im Zuge der Digitalisierung wollen die Leute natürlich sich mehr vernetzen denn je. Absolut. Insofern, klar kann ich mir schon vorstellen, dass die Leute dann sagen, okay, jetzt will ich auch mal gucken, ob ich in Madrid nicht auch mal teilnehmen kann. Ich meine, ob es in Madrid ist oder München. Ist dann egal, genau, ja, aber... die Münchner werden jetzt protestieren. Da stimme ich total zu. Also so die Hauptstädte vielleicht aus Europa und dann noch die großen Industrieländer, ne? Also das wäre doch was zumindest für den Anfang, aber ja, absolut. Warum? Also... Und ich glaube, so wird es auch kommen, wenn wir diese Aufnahme sehen in 10, 20 Jahren vielleicht, dann wird es soweit sein. Ja, wenn wir sagen, weißt du noch damals, nur Deutschland? Genau, ja. Genau. Okay, wie viele Mitglieder habt ihr hier in Hamburg? Wir sind aktuell 500 Mitglieder, knapp 500 Mitglieder. Mhm. Wir sind damit einer der größten Clubs. Der Marketingclubs in Hamburg, Frankfurt, München, die sind auch noch groß, oder Düsseldorf und genau, damit sind wir die größten, aber natürlich im Vergleich von anderen Clubs oder Verbänden sind die beispielsweise 20, 40.000 Mitglieder haben, beispielsweise Bund des Mittelstands hat 15.000 Mitglieder da, also wenn wir uns im Vergleich sehen, dann sind wir dann doch eher klein, aber in unserem Netzwerk gehören wir mit zu den Großen. Gut, ich meine, du meinst Bundesmittelstand, sagst du mir jetzt nichts. Ich kenne den BVMW, oder meinst genau, du? Genau, der hat 45.000, ne? Ja. Aber das ist natürlich dann auch nicht nur der Marketingbereich, du hast Geschäftsführung dabei, du hast Technologie und so weiter und so weiter. Wir hier sind, wir sagen, wir haben natürlich nur die Spezialisten, die Marketing-Spezialisten. Wenn wir jetzt nochmal gucken, Marketing allgemein, ich habe das im Vorgespräch ja schon gesagt, es gibt hunderte von tausenden von Marketingbüchern, denke ich mal. Alleine hier stehen hier bei mir auf der, gegenüber von meinem Schreibtisch stehen ein paar. Und das Marketing entwickelt sich ja einerseits immer weiter, andererseits gibt es diese Basics. Ich selber habe einen Marketing-Hintergrund. Der Trinkwiss ist aus einer Agentur heraus entstanden. Und wir wissen ja letztendlich, Marketing ist nichts anderes, als zu sagen, hey, ich habe hier was Tolles entwickelt. Guckt euch das mal bitte an. Und ob man sich dann vielleicht im Mittelalter früher auf den Marktplatz gestellt hat und gesagt hat, hier ist mein Billboard, wollte ich schon sagen. Mein Fisch und der Aal. Genau. Der Fisch, normal, ich habe mein Verkaufsschild dazu und das war's. Und heute ist das Verkaufsschild digital. Die Frage ist, da du ja selber eine gewissermaßen eine hybride Funktion hast, du hast auch noch ein eigenes Unternehmen und du bist im Marketingclub. Wie ist dein Blick auf das Marketing heute und in der Zukunft? Wie machst du für dich selbst Marketing zum Beispiel, für dein eigenes Unternehmen? Für mein eigenes Unternehmen. Also Internetpräsenz, das ist Standard und dann kommt es immer darauf an, ne? Also wer ist die eigene Zielgruppe, also vom Unternehmen, da ist bei uns klar, wir haben einen B2B-Kunden als Zielgruppe und wir sind auf LinkedIn ganz stark unterwegs, machen da auch eigene Posts, wie die meisten im Grunde auch Privatunternehmen. Im Grunde haben wir uns auf die Schiene oder auf die Fahne gesetzt, hochwertigen Content zu liefern. Also im Grunde unsere potenziellen Neukunden einfach mit der Materie, für die wir stehen. Also bei uns ist es das Thema agile Organisation, die Verbindung davon, wie können Unternehmen zukünftig besser arbeiten. Nicht nur agil, sondern auch klassisch, also am Ende hybrid. Wie macht man das beispielsweise, weil mein Background ist Marketing, wie macht man das in einer Marketingorganisation? Also für uns ist LinkedIn ganz stark ein Treiber und gleichzeitig YouTube. Auf die beiden haben wir uns jetzt erstmal spezialisiert und mit dem Wachstum kommen dann auch gegebenenfalls andere Kanäle dazu. Aber ich glaube, du kennst das auch. Also es gibt ja auch nicht den einen Kanal,
Es gibt einen besseren Kanal für die einzelnen Zielgruppen, ne? Aber beispielsweise TikTok oder Clubhouse sind jetzt bei uns nicht im Fokus. Einfach der Zielgruppe geschuldet. Genau. Moment, jetzt muss ich nur nochmal ein Stück nehmen. Also das heißt, wir sagen, wir haben ganz klar, du hast was wichtig, hybrides Marketing haben wir natürlich, klar, analog, digital. Und dann haben wir die Marketingkanäle. Das hat sich natürlich, wenn ich jetzt mal ganz oldschool ankomme, als ich das gelernt habe, irgendwie so aus einer Richtung, so, das ist das, da gab es irgendwie Out of Home, es gab Außenwerbung und es gab die Zeitung und es gab dann Fernsehen und Radio und Empfehlungsmarketing. Und jetzt habe ich digital und digital ist aber letztendlich, wie wir sehen, wie du sagtest, so dermaßen unterschiedlich, dass ich dich frage, warum hast du dich für LinkedIn und warum für YouTube entschieden? Warum nicht TikTok? Warum nicht Clubhouse? Warum nicht, sagen wir mal, Twitter oder Facebook als Beispiel? Also erster Grund war, wo finde ich meine Zielgruppe? So, jetzt könnte ich über drei Ecken sagen, naja, wenn ich TikTok bespiele, dann ist da ja auch die Tochter vom Abteilungsleiter, vom Geschäftsführer, von den Entscheidern. Ja, natürlich, aber das ist erstmal ein Umweg. Also haben wir uns dafür entschieden, wir haben ja ein B2B-Unternehmen, das heißt, wir wollen Kontakt aufbringen zu Unternehmern, die beim Thema Digitalisierung Unterstützung haben wollen. Und da ist es für mich leichter oder fürs Unternehmen leichter, sich einfach auf einem professionellen Netzwerk, also wie LinkedIn oder Xing könnte es auch gewesen sein. Wir haben uns gegen Xing entschieden. Also erstmal auf LinkedIn uns zu vernetzen und den Content hochzustellen. Genau. TikTok, wie gesagt, ist, man kann ja erweitern beliebig die Kanäle. Aber ich glaube, gerade am Anfang ist es gut, sich zu fokussieren und ein Kanal ordentlich zu bespielen oder zwei Kanäle statt sechs Kanäle so ein bisschen. Ne? Also Twitter wäre beispielsweise auch ein passender Kanal, finde ich. Aber lieber besser machen als viel nur durchschnittlich. Das finde ich einen guten Satz. Warte, mal, schreibe ich mal auf. Das ist der Gedanke dahinter, ja. Ja, lieber besser machen. Beispielsweise Xing, ne? Also man könnte ja auch auf beiden Netzwerken sein. Ja. Wir hatten das Thema Internationalisierung auch schon. Ne? Also ich habe in meinem vorherigen Leben, war ich ja selber auch angestellt und habe da auch viele internationale Kontakte gesammelt. Und mit dem Ausblick, dass man ja auch wachsen möchte, dass man selber auch Personen hat im Netzwerk, die umziehen, die Deutschland verlassen und woanders einen Job für ein paar Jahre machen, ist es schön, die mit zu begleiten. Ne? Also da ist Xing aus meiner Sicht ein bisschen begrenzter unterwegs. Und es doppeln sich auch so ein bisschen die Kontakte in beiden Netzwerken. Ne? Also ist auch die Frage, ob das dann Sinn macht. Ja, ja, das ist ja, ich habe gerade das Bild im Kopf, Hamburg ist ja Hafenstadt und es ist ein Bild, so ein bisschen, und das ist eigentlich, sorry Xing, aber ich bin auch für LinkedIn. LinkedIn ist sozusagen der große Ozean und LinkedIn sind dann die verschiedenen Hafenstädte, die ich erreichen kann. Und Xing ist dann eher so das Mittelmeer oder irgendwie das kleinere Meer, irgendwie, weil es ist einfach, es sind weniger Möglichkeiten, sich miteinander zu vernetzen. Genau, stimme ich dir total zu. Einmal das Thema Vernetzen, aber auch, das habe ich beobachtet, so seit einem Jahr habe ich das bewusst wahrgenommen. Ich glaube, es ist nur noch ganz wenig los. Also die Interaktion im Vergleich zu LinkedIn ist deutlich geringer. Also weniger Leute posten, weniger Leute kommentieren. Also es ist sehr ruhig geworden. Das mag an meinem Netzwerk liegen. Also vielleicht hast du bessere Neuigkeiten, aber es ist meine Beobachtung. Ich glaube, das liegt an zwei Sachen. Ich male hier mal zwei Symbole hin. So, und damit sind wir eigentlich schon mittendrin in der Frage, was braucht Marketing eigentlich? Und Marketing braucht eigentlich eine gute Infrastruktur. Das heißt, das Netzwerk muss funktionieren. Du musst als Netzwerkanbieter, wenn wir mal Xing und LinkedIn vergleichen, aber letztendlich ist ja auch ein Marketing-Club.
hier in Hamburg oder in jeder anderen Stadt, ein Ermöglicher. Und was LinkedIn seit vielen Jahren fehlt, ist genau das. Hashtags und Profilzuordnung. Das heißt, dass ich jetzt hier irgendwie sage, so, Linda oder Marketing. So, ein bisschen gekrackelt. Das Hashtag-Verlinkung und Profilzuordnung, würde ich sagen, ist eine Sache, die wir komplett unterschätzen, wenn es um das Netzwerken geht. Weil das macht ja einen Unterschied, ob ich jetzt einen tollen Artikel lese, eine tolle Diskussion. Du schreibst einen Artikel auf Xing, dann möchtest du, dass die Leute das sehen, dann musst du alle Leute direkt anschreiben. Du schreibst einen Artikel auf LinkedIn, du möchtest, dass die Leute das sehen und dann speziell nochmal jemand, der besonders wichtig ist, wie auch immer, dann machst du einen Hashtag rein und schreibst das den Namen von dem rein, einfach den Text. Ja, also ich stimme ich dir total zu. Habe auch schon mehrere Artikel auch schon die Erfahrung gemacht, ne? Also einfach die Leute animieren, mit dir ins Gespräch zu kommen, auch wenn es kontrovers ist. Und das andere Thema ist auch, mein Gefühl ist, dass auf LinkedIn ist die Barriere, jemanden zu kontaktieren, geringer ist. Ich weiß nicht warum, aber wir im Marketing Club haben beispielsweise ein Programm, dass wir, um neue Mitglieder zu bekommen, beide Netzwerke nutzen, einfach anzusprechen, hey, hast du Bedarf? Ist es interessant für dich? Und was wir merken, dass LinkedIn die Personen offener sind, einfach die Kontaktanfrage zu bestätigen. Ich weiß nicht warum, aber da haben wir mehr neue Kontakte und auch eine höhere Antwortrate. Also es ist, als wenn da eine andere Kultur herrscht. Ja? Ich glaube, da sind zwei Faktoren spielen damit rein. Natürlich kann man sagen, okay, LinkedIn ist aus dem englischsprachigen Kulturraum, kommt aus den USA, ist ein Schmelztiegel an Nationen und ist das Land, in dem quasi Social Media aufgebaut wurde, überwiegend. Da sind die Leute diskussionsfreudiger. Die sind auch polarisierender, aber trotzdem, sie stehen dann auch dazu. Und die diskutieren und hauen sich auch mal einen Schädel ein und trotzdem drehen sie miteinander sowas in der Richtung. Also ich glaube, wir haben ja, wenn man sich das US-Fernsehen anguckt oder auch diese Äquivalente im Netz, es wird viel geredet, es wird auch wirklich der polarisierende Gegner eingeladen und man redet mit denen. Und da haben wir in Deutschland so ein bisschen so eine Wohlverhaltenskultur, ja, ich kann den ja nicht auf den Schlips treten und solche Sachen. Zurückhaltender. Genau. Das kommt natürlich auch mit aus England, Stichwort Speaker's Corner, etc., Debattierclubs und so weiter. Ich glaube, das ist immer nur die halbe Seite der Medaille sozusagen, weil die Psychologie der Kommunikation braucht eben auch Möglichkeiten. Das heißt, die Kommunikation braucht Möglichkeiten, die in die Psychologie spielt immer eine Rolle, so gesagt. Und wir machen ja im Bereich Psychologie, im Bereich Verhaltensökonomie und so weiter auch eigene Forschung bei Trendquist. Das ist ein Thema, das mich selber sehr, sehr, sehr lange schon beschäftigt. Ich meine, Trendquist gibt es seit 2005 und wir waren damals die Ersten, die in meinem Umfeld und dann einige wenige in Deutschland, die gesagt haben, hey, achtet mal ein bisschen drauf, dass es die Menschen sind, die das Marketing machen, sind die Menschen, die eure Produkte kaufen. Das heißt, Behavioral Economics, Verhaltensökonomie ist ein sehr, sehr effizientes Instrument und ein wichtiger Teil fürs Marketing und für Sales ist das sogenannte Nudging. Ja, das ist diese Entwicklung vom Markt weg hin zum Kunden, ne? Also den ins. Ja, der Entwicklung zum Kunden, zum Menschen hin und Nudging heißt irgendwie mal so jemand anschauen. Hey, komm mal hier, ich hab was. Komm mal, komm. Ach, hey, hi, moin. So, ne? Und wenn ich jetzt irgendwie an einem Event von euch bin
und ich stehe an der Bar und habe mein Glas Wein in der Hand oder eine Cola und jemand schubst mich an und sagt, hey Matthias, lange nicht gesehen. So. It's all about genau dasselbe, people. Ja. Mhm. Und genau dasselbe ist es ja, was diese beiden Zeichen ausmacht, weil das ist sozusagen ein ganz, ganz feines Nudging, das mir sagt, es ist ganz leicht, jemanden mit zu erwähnen. Ich muss nicht hingehen, an dessen Tür klingeln, also sprich seine Mailbox, ihm eine Mail schicken oder eine Message, sondern ich schreibe ihn einfach in den Text rein. Genau, und wir haben ja auch noch jetzt aktuell eine kleine Hürde. Also ich glaube, dass die Netzwerke, die haben eh alle an Aufwind gewonnen. Also ich glaube, vor 2 Jahren, wenn ich jetzt mal den Zeitraum einfach so random picke, haben wir noch nicht groß gezoomt. Also ich hatte Skype noch, ne? Skype, Hangout kannte ich noch. Mhm. Aber das hat sich ja auch total etabliert. Und heute sitzt fast jeder im Homeoffice, ne? Und arbeitet mit den Medien. Also. Das hat natürlich LinkedIn nochmal einen massiven Push gegeben, ja. Ganz klar. Respektive LinkedIn hat dann auch gesagt, okay, wir müssen hier jetzt schnell weitermachen. Und die haben ja, glaube ich, vor einem Jahr oder vor 2 Jahren angefangen, auch Video einzubinden in die Plattform als eigenes LinkedIn-Format. Genau, und das ist glaube ich, ein wichtiger Ansatz, der auch das Moderne und das Marketing der Zukunft mit beeinflussen dürfte, denke ich mal, dass wir mehr Möglichkeiten haben, dass der Weg, jemanden anzusprechen und für sich zu gewinnen als Marke, kürzer ist, psychologisch bestimmter sein darf und sein sollte und für viele, viele Bereiche eigentlich viel leichter, weil ich muss einfach nur die kleinen Hebel nutzen. Ich muss nicht mehr den großen Hebel nutzen mit der Schrotflinte, dass ich sage, ich mache jetzt eine Riesenkampagne, sondern ich kann wesentlich genauer arbeiten. Ja, da stimme ich dir zu, es eröffnet Lücken ist das falsche Wort, aber Wege für clevere kleine Kampagnen, ne, die nicht viel kosten müssen, sondern genau. Mithilfe der eigenen Community, also wenn man viele Follower hat, kostenärmer umgesetzt werden können als eine große Branding-Kampagne im Fernsehen. Mhm. Gut, ist die Frage, wie sich das Fernsehen entwickeln wird und die Preise davon, ne? Aber da gebe ich dir total recht. Und es wird aber gleichzeitig auch so sein, dass man hat ja dann nun nicht mehr einen Touchpoint, das wissen wir nun auch. Es ist vielfältiger geworden. Das heißt, ich treffe die Marke vielleicht auf, jetzt waren wir bei LinkedIn, vielleicht treffe ich sie auf LinkedIn, vielleicht aber auch auf Facebook. Mhm. Dann gehe ich nochmal in den Store rein und dann werde ich nochmal, suche ich nochmal danach. Also es gibt ja vielfältige Wege und am Ende muss jedes Unternehmen herausfinden, was ist mein Weg Nummer 1 vom Konsumenten und ja, habe ich noch unterstützende Wege, die also beispielsweise auf Social Media, die nicht vernachlässigt werden dürfen. Ja. Also ja, ich glaube, ich glaube, es ist schwieriger geworden. Also und in 10 Jahren werden wir sagen, es ist noch schwieriger geworden. Ne? Aber vorher hatte ich, so wie du es gesagt hast, ein Plakat, das hing vom Supermarkt fertig. Ein Radiospot und dann kam Fernsehen und jetzt wird es halt vielfältiger, ne? Und damit auch unübersichtlicher, es muss besser zusammen gebündelt werden und gut abgewägt werden, welcher Kanal, ob Fernsehen oder Social Media nun das Beste für die Marke ist. Ja, mir fiel zwei Sachen. Zum einen, dass die sogenannte Customer Journey, aber letztendlich ist es dann auch die immer natürlich die Frage, wie erreiche ich am besten meine Leute, meine Kunden, meine Zielgruppe, dass die mich sehen. Und wenn du sagst, LinkedIn und YouTube, in eurem Beispiel, dann sind das beides Kanäle, die Interaktivität ermöglichen, aber LinkedIn ist definitiv der interaktivere Kanal als YouTube. Korrekt, korrekt. Und ich glaube auch, das ist so mein Empfinden, YouTube ist eher nochmal so eine Art Unterhaltungsnachschlagewerk. Mhm.
wo die Interaktion gegeben ist, aber also ich sehe auch deutlich viele Kommentare auch unter jeder hochgeladenen Sendung der Tagesschau, ne? Aber so die persönliche Ebene und der persönliche One-to-One-Chat, ne? Da ist ein Link deutlich größer gegeben. Also gibt es schon Unterschiede, ja. Mal gucken, ist der Marketing Club auf YouTube? Ja, wir sind auf YouTube, aber haben den Kanal nicht für unseren Place to Be ausgewählt. Wir haben ein paar Videos drauf stehen, ja. Mhm. Aber LinkedIn, Xing und Facebook, das sind die starken bei uns. Okay, ich guck mal kurz, Marketing Club Hamburg. Auf welcher Plattform bist du? Auf YouTube. Ah ja, ja, da, ich glaube, wir haben maximal 10 und es ist auch schon ein bisschen älter, also 10 Videos und. Ja, genau. Ihr habt 14 Subscribers. Da muss man aber dazu sagen, der Fairness halber, die Erfahrung habe ich auch gemacht, Follower zu bekommen auf YouTube ist extrem schwierig. Ja, vor allen Dingen die ersten 1000. Ne? Also das ist ganz genau. Ja, genau. Dann danach profitiert man vom, vom Wachstum, potenziellen Wachstum. Mhm. Aber vorher, das ist wohl eine zähe Strecke. Ja, ja, genau. Und genau, das sehen wir dann. Und wir haben 1, 2, 3, 7 Videos sind online. Genau, also das ist nicht unser Fokus. Mhm. Es ist ja bei uns im Club so, dass wir ja netzwerken wollen vor Ort. Mhm. Ja. Also im Grunde für unsere Mitglieder, die wir haben, ist die Unterhaltung aktuell über Zoom oder dann auf den Clubabenden. Das Bild ist toll und Telefon, ne, also Telefon, Bild toll, aber am besten ist doch immer noch das persönliche Gespräch. Gestik, Mimik, das ganze Auftreten kann man da wesentlich besser erhaschen. Ne? Aber wie kann man das denn ändern? Jetzt, wenn man sagt, okay, wir haben den Clubabend. Der Clubabend ist jetzt nicht ultimal möglich gerade. Hoffentlich ist er bald wieder. Die Zahlen, die Statistiken, die Umfrageergebnisse gehen aber in die Richtung, dass man davon ausgeht, dass eine große Anzahl von Menschen im Zweifelsfall dann sagt, okay, ist es eine hybride Veranstaltung, dann schaffe ich nicht, da jetzt noch hinzufahren. Ich bleibe jetzt lieber zu Hause oder im Büro und gucke mir das hier per Zoom an. Genau, völlig in Ordnung. Also so wie sich jeder wohlfühlt damit, ne? Also gerade unter der jetzigen Situation. Wir hatten Anfang Corona, hatten wir noch ein paar hybride Veranstaltungen, also anfangs meine ich im Sommer letzten Jahres, Sommer 2020, da hatten wir wieder hybride Veranstaltungen, die waren natürlich nicht so besucht wie vor Corona, das ist ganz klar, aber für die, die im Grunde darauf Lust haben und sich das zutrauen, ist ja immer eine eigene Entscheidung, die man dann am Ende trifft, wollten wir das trotzdem anbieten, weil das ist ja unser, ja, Kernnutzen für unsere Mitglieder, sich vor Ort zu treffen. Ne? Genau. Das heißt, wie sieht es in Zukunft aus? Es gibt weiterhin hybride Veranstaltungen. Es wird auf jeden Fall auch ein Gesinnungswandel stattgefunden haben, weil ich glaube, es gibt nie gab es eine Zeit, ein Jahr, dem sich so viele Sachen auf einmal geändert haben. Das heißt, was die Leute gesagt haben im April letzten Jahres, zählt eigentlich nicht mehr als das, was die Leute in diesem April gesagt haben. Ja, also April letzten Jahres dachten wir doch wohl alle, das geht ja nicht lange, also 3 Monate oder ein halbes Jahr. Genau, nein, also wieder zurück zur Normal. Ja, genau, nein. Also sobald das möglich ist und die Gesetze es erlauben, werden wir natürlich wieder auf Hybrid wechseln und dann müssen wir einfach, wie sagen wir mal so, auf Sicht fahren, was ist möglich, was ist nicht möglich. Also wir planen beispielsweise jetzt ein großes Sommerfest. Toller Ball. Genau, also wird es stattfinden oder nicht, das wäre total toll, wenn es stattfindet, aber da wollen wir die Mitglieder auch keinem Risiko aussetzen, beziehungsweise dann am Ende auch die Wahl überlassen und müssen dann abschätzen, lassen wir es stattfinden oder nicht oder haben wir eine Alternative dazu, ne? Wie sieht denn ein hybrider Clubabend aus? Also das heißt, ich habe dann sagen wir mal, 1, 2, 3 Vortragende, habe eine Diskussionspanel und habe dann Leute im Publikum sitzen. Und genau. Das Publikum ist dann halb
mit eingeloggt. Und was ist mit denen, die jetzt vor Ort sind? Gibt es irgendeine Möglichkeit, die zu verbinden mit denen, die online sind? Was das, was den Mitglieder betrifft, das Publikum betrifft? Nein. Also was wir natürlich machen, nicht direkt, was wir machen, dass wir in hybriden Veranstaltungen, beispielsweise die, die da sind, die können Fragen stellen. Man kann auch per Chat Fragen stellen. Man hört ja alles. Ne? Also eine indirekte Verbindung ist dabei. Aber was ich natürlich nicht habe, ich sitze nicht neben der Person und kann dann damit nochmal, also mit der Person nochmal diskutieren. Also dieses Nachfolgegespräch, ne, das fällt aus, einfach durch die räumliche Trennung. Aber ja, das ist eben eine Frage, ja. Was wir versuchen, ist natürlich nicht die Lücke so groß zu klaffen zwischen Anwesenden und nur die digital zugeschaltet sind, weil das, da versuchen wir im Grunde auch ja, die Gemeinschaft so zu stärken, dass man sagt, okay, egal ob ich jetzt zu Hause sitze oder vor Ort bin, ich kann genauso von diesem Vortrag profitieren. Ne? Aber auch muss ich zugeben, ist es am Ende besser, wenn alle vor Ort sind, weil man dann das Grummeln da hinten mitkriegt und das Lachen für einen Witz, den gehalten wurde. Genau, also das ist, ja, das ist ein anderes Miteinander dann. Ne? Ich habe da so eine Idee, gerade so eine Vorstellung. Früher, vor eineinhalb Jahren, gab es ja der ganzen Zeit lang, viele, viele Jahre, die sogenannte Twitter-Wall. Ja. Die Audience konntest du einbinden, indem du einfach gesagt hast, okay, wer nicht da ist, schreibt einen Tweet und wer hier vor Ort ist, der kann auch mal kurz einen Kommentar dazu schreiben. Da hat man dann geguckt, oh, toller Kommentar zum Vortragenden oder irgendwie, oder das Befehl ist eröffnet. Und dann gesagt, okay, jetzt. Wäre das nicht was, dass man sagt, man macht eine Video-Wall, die ist natürlich dann stumm. Das ist das einzige Ding, die. Das kann man eben, wenn man vor Ort ist, kann man das natürlich nicht hören. Aber dass vielleicht dann, wenn jemand aus dem vor Ort Publikum, der kann sich auch nochmal einklinken. Aber ich glaube, das funktioniert nicht, weil wir brauchen ja den Ton. Das heißt, Twitter ist ja Lesen. Das heißt, das geht. Ja. Genau, Twitter ist Lesen. Also das wäre möglich. Wir hatten auch schon einen Marketing-Tag, den gibt es einmal im Jahr. Da erinnere ich mich auch, da gab es diese Twitter-Wall. Die hat auch gut funktioniert und super. Also natürlich, es wär der Text und die im Publikum sitzen, ne, die gucken dann halt auf ihr Handy. Ja. Ist okay, nicht optimal, aber wäre okay. Absolut. Dafür müssten wir Twitter auserkoren als unseren weiteren Kanal. Also da ich ja zum Glück im Vorstand bin aber auch jedes andere Mitglied Vorschläge machen kann, ist das ein Vorschlag, den ich hier heute mitnehmen werde. Also wir haben ja jetzt nur die Interaktion übers Chatfenster. Wir arbeiten mit Zoom. Ne? Aber genau wie du es sagst, die dann vor Ort sind, können die Fragen nicht sehen. Gut, die werden vorgelesen, aber diese Interaktion kann nicht gefördert werden. Ne? Bin ich dabei, wäre Twitter eine gute Idee, ja. So, dass wir sagen, okay, eine Zoom-Wall macht ja keinen Sinn, weil man die Leute nicht hören kann. Das ist ja auch viel zu laut. Oder man macht einfach aus Gründen der Optik eine Zoom-Wall hin. Das heißt, dann siehst du die zu alle. Siehst du, okay, hey, cool, der oder diejenige ist auch da. Das wäre so eine Mischung aus einem dekorativen und vernetzenden Element. Und groß an die Wand neben der Bühne sozusagen diese Leinwand mit all denen, die online teilnehmen. Ja, danke, danke. Gerne. Ich glaube, das ist eigentlich ganz witzig. Es ist, wie gesagt, die können nichts sagen. Es sei denn, man gibt es irgendeine Möglichkeit, dann müsste man jetzt überlegen, ob das bei Zoom möglich ist, dass die Leute in den Chat reinschreiben können und das dann eben nicht so klein, sondern wirklich so groß, dass man das lesen kann. Dann brauchst du die Twitter auch nicht mehr, sondern hast du die Leute da. Und du hast dann eben diese Untertitel. Bei rein digitalen Veranstaltungen haben wir das schon gemacht, dass man auf der einen Seite den Sprecher sieht und auf der anderen Seite den Chat. Ne? Also den kann man ja auch selber an- und ausstellen. Hat das schon gut funktioniert und da hat man auch eine Interaktion. Ne? Also da merkt man, dass nebenbei, neben dem Vortrag, sich eine Diskussion zu einem Thema, was er vielleicht vor 5 Minuten gesagt hat, ne, gehalten wird. Also das haben wir, aber bei den hybriden Veranstaltungen, da haben wir das noch nicht. Also das wäre ausbaufähig, absolut. Okay.
Ich bin sehr gespannt. Ob es kommt. Ja. Ja, auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Dann bin ich natürlich auch gespannt auf euer Sommerfest. Wie geht es jetzt weiter? Das heißt, wir haben ja so ein bisschen gesagt, gestern, heute Morgen ist die Struktur vom Daily Trend Talk allgemein natürlich auch, wenn ich mir Dinge anschaue, wo kommt das her, wie sieht es heute aus, wie ist die Zukunft? Was sind die Ziele von euch oder von dir persönlich auch für den Marketing-Club für die nächsten 5 Jahre oder die nächsten 3 Jahre? Also das steht weiterhin unter dem Thema Netzwerken einmal und Wissenstransfer. Also das sind die Ziele des Clubs. Und wenn man jetzt in die Zukunft guckt, haben wir ja jetzt durch Corona, dank Corona, die Möglichkeit, unser Wissen auf die nationale Ebene zu heben. Also vorher waren wir halt ein regionaler Club, das sind wir auch immer noch. Aber die Vernetzung, wir haben uns deutlich besser vernetzt miteinander, mit den Clubs. Wir kooperieren miteinander. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, hier in Hamburg kann ich mir Veranstaltungen, die nie nach Hamburg kommen würden, weil dort einfach nicht die ansässigen Unternehmen sind oder weil wir nicht die Kontakte haben, kann ich mir jetzt aus anderen Regionen angucken. Und da sind also schon super Vorträge gesehen, die ich sonst nicht gesehen hätte. Aber für die Zukunft gesehen geht es mehr in Richtung, und das hatten wir vorhin schon, international. Also ja. Wir haben Verbindungen zum Dachina-Verband, also die Kombination aus deutschen Unternehmen und Marken mit dem chinesischen Markt und deren Marken. Ja. Dass wir da, gerade Hamburg ist ja so das Eintrittstor, zumindest für Deutschland, für chinesische Produkte, für chinesische Marken, also die Sammelstelle. Und deshalb ist Hamburg so wichtig für den chinesischen Markt. Und da verknüpfen wir im Grunde die Unternehmen zusammen. Also da in die Richtung weiterzuarbeiten. Und das zweite Thema ist im Grunde, und das hat man vorhin auch schon, das Thema Digitalisierung voranzutreiben. Also beziehungsweise wir merken, dass aus unseren eigenen Reihen hier und da einzelne Experten sind. Dann würden wir aber in einer Dauerschleife immer dieselben Experten hören. Also wie können wir extern kooperieren mit anderen Unternehmen, beispielsweise in Hamburg die OMR? Wie können wir auch Unternehmen, die nicht in Hamburg ansässig sind, dazu gewinnen, mal einen Vortrag bei uns zu halten? Also über so Kooperationen, und beispielsweise OMR ist ja, das kennst du sicherlich auch, ist schon Kult mittlerweile und sind die Vorreiter in dem Thema. Also wie können wir davon partizipieren und die natürlich auch von uns, das soll ja keine Einbahnstraße sein. Also so das einmal das Thema Wachsen über internationale Märkte und auch Marketing-Club Europa, sagen wir mal, das war ja vorhin so unsere Vision. Genau. Und auf der anderen Seite unsere Mitglieder bei dem Thema Digitalisierung zu unterstützen und da mehr Anknüpfungspunkte zu finden. Das sind so die zwei Themen der Zukunft. Cool. Das ist schon ein ganz schönes Programm, glaube ich, auf jeden Fall. Ja, da hat man genug zu tun, ne? Also, aber auch viele Ansatzpunkte, also ein schönes Projekt, ja. Was wären denn deine 3 Tipps, die du den Leuten mitgeben würdest jetzt? Also abgesehen, der erste Tipp ist natürlich Mitglied im Marketing-Club. Selbstverständlich, ja, genau. Ich die nächsten 3 Tipps. Einmal Mitglied im Marketing-Club. Also gerade wenn man, und wir haben ja immer noch Personen, die ziehen einfach um aufgrund des Jobs. Und wenn man in der Branche ist und sagt, okay, ich interessiere mich dafür, kann ich natürlich nicht nur Wissen übers Marketing bekommen, sondern auch neue Leute kennenlernen und das beruflich und persönlich verbinden. Und ich glaube, Marketing generell ist es wichtig, dass man am Ball bleibt. Also das beobachte ich. Es gibt die am Ball bleiben, die beim Thema Online-Marketing absolut an der Spitze sind. Und es gibt die sagen, ach, das interessiert mich nicht so. Und in den klassischen Modellen, die nicht falsch sind, aber leider nicht mehr ausreichen, verharren. Das heißt, dieser Weitblick, diese Neugier für neue Themen ausprobieren, ich glaube, das ist das Wichtigste und das fällt leichter in einer Gruppe. Und das muss nicht nur der Marketing-Club sein, das können auch
ja, der SEO-Club sein, den es in Hamburg auch gibt. Ne? Also Hauptsache, man brennt für ein Thema, man interessiert sich und ist da gut. Und wenn die Leidenschaft da ist, dann kommt, das ist bei allen Themen so. Also mein großer Tipp, am Ball bleiben bei den Themen und neugierig bleiben. Okay, das wäre der erste Tipp. Der zweite, natürlich eintreten noch in den Marketing-Club, das hatten wir ja verwechselt. Okay, ja. Und der dritte Club, ich glaube, und das ist auch mehr allgemein gesehen, Kooperation schaffen, also ein großes Netzwerk aufbauen, wo immer ich es auch kriege, also das wissen wir seit Jahren, Vitamin B zählt, dafür sind Clubs zuständig, dafür ist das eigene Netzwerk über LinkedIn, also ne, sich da mit anderen Leuten zu verbinden, auszutauschen, inspirieren zu lassen und Buchtipps von denen zu bekommen, also einfach neugierig auf die Welt zu sein. Das ist so die, ja, ein sehr, sehr allgemeine Tipps, die für jede Branche gelten können, aber wenn wir mal weggehen vom Marketing-Club, ist das, glaube ich, so die gesunde Neugier eine gute Zutat, um sich weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben, weil wenn ich heute stehen bleibe oder wenn ich stehen geblieben wäre mit meinem Wissen vor 10 Jahren, dann ist das so, dass man sich doch peu à peu selber uninteressant macht für den Arbeitsmarkt. Oder uninteressant, wenn man jetzt so wie ich Unternehmer bin, uninteressantes Unternehmen hat, was am Markt vorbei Angebote bringt. Ne? Aber also nochmal, ja. Das ist keine Weisheit, das weiß mittlerweile heute jeder. Ich glaube, es ist hart, das für sich selber umzusetzen. Ne? Also wenn die Leidenschaft nicht da ist für ein Thema, sich und man das noch nicht so spürt, sich wirklich das Thema zu suchen und wie so ein Hobby zu integrieren. Ne? Und am Abend, auch wenn man 10, 8 Stunden gearbeitet hat, zu sagen, das finde ich geil, da möchte ich rein und da möchte ich einen Beitrag dann auch leisten für mein eigenes Unternehmen oder für das Unternehmen, wo ich arbeite. Ne? Also, ja. Ja, auf jeden Fall. Das wäre eigentlich schon Tipp 4. Tipp 4, ja, gut. Das war's. Ja. Okay, das heißt also erstmal Mitglied werden, klar, dann am Ball bleiben. Kooperation eingehen, das heißt neugierig sein, finde ich ganz, ganz wichtig. Und weil das ist eigentlich Tipp 4 und Tipp 3, ist nicht dasselbe, das passt zusammen. Oder? Ja, also ich finde, die kann man gar nicht alle singulär sehen, nee, die sind miteinander verknüpft, also Leidenschaft ohne Umsetzung bringt nichts oder ohne Sichtbarkeit nach außen, ne? Und das gibt es am besten, wenn man sich irgendwo engagiert. Also sei es im Club, sei es im Unternehmen, sei es, keine Ahnung, nur im eigenen Netzwerk, dass man Freunde unterstützt, die sagen, sag mal, du kennst dich doch aus bei dem Thema, kannst du mir da mal ein paar Tipps geben? Ne? Also ein Geben und Nehmen im Grunde. Ich glaube, das ist, sorry, heute Morgen Froschmalz. Das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Punkt, Geben und Nehmen. Also es ist ein Geben und Nehmen. Es gibt den im Englischen auch den Satz, sharing is receiving. Ja, gibt Momente, da hat man sehr viel Glück, aber ich glaube, gerade Personen, die an hoher Spitze stehen, die erfolgreich sind im Leben, hatten immer Mentoren, okay. Unterstützer, Personen, die einen den richtigen Weg geleitet haben, die vielleicht mal eine Tür aufgemacht haben, aber das ist selten ein Selbstzweck, sondern weil man sympathisch ist, weil man unterstützt, weil man dem anderen auch was gibt, auf egal welchem Level. Ne? Und die Ego-Show zu fahren, kann wohl Erfolg bringen, gerade wenn man unabhängig von anderen arbeiten kann. Aber viel schöner ist es doch, sich auszutauschen, andere zu unterstützen und Leute zu finden, die dasselbe vereinen, ne? Wo man sagt, okay, das ist ein Umfeld, in dem fühle ich mich wohl. Und wir partizipieren voneinander. Das ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort. Sehr gut. Oder auf jeden Fall ein gutes Fazit. Ich habe es nochmal aufgeschrieben, das heißt Mitglied, aber denn ganz klar, wir sind ja in einer Zeit, in der Wir-Zeit, in dem Wir-Zeitalter, könnte man sagen, die Gemeinschaft zählt,
die 80er, vielleicht die 90er Jahre, wo das Ego zählte, mein Haus, mein Boot, mein Unternehmen. Wenn jemand heute damit ankommt, sagen die Leute zwar, okay, toll, aber was machst du noch? Genau, es muss eine Balance geschaffen sein zwischen Genau. materiellen Dingen und, ich will es nicht sagen idealistischen, aber vielleicht zwischenmenschlichen oder gesellschaftlichen Themen, die es auch noch gibt, ne? Ja, schon. Also es ist schon so, dass die Leute sagen, okay, was trägt es zu meiner Gemeinschaft bei, zu meiner Stadt, zu meinem Club, zu Ja, meiner ich. Umwelt. Genau, und ich glaube, es haben sich schon immer viele engagiert. Es könnten natürlich, also auch ehrenamtlich, es können natürlich noch deutlich mehr Leute sein. Ne? Also davon würden wir alle profitieren. Und ich glaube, so ist es ja auch, in Krisen merkt man, was man selber für ein starkes Netzwerk hat. Ne? Das fragt jeden, der krank geworden ist. Da freut man sich, wenn man jetzt die Tüte, die Einkaufstüte an die Tür kriegt, weil man nicht rausgehen kann, weil man in Quarantäne ist. Ne? Also Genau. auf dem privaten Umfeld ist das so und im beruflichen Kontext ist es natürlich auch so. Marketing-Netzwerk. Ganz klar. Gleichzusetzen mit den Vorteilen des persönlichen Netzwerks. Und das müssen wir aufbauen. Das ist wirklich ein sehr wichtiger Punkt, finde ich, auch für die Zukunft. Ich schreibe die Punkte nochmal unten mit rein, unter das Video. Wir haben traditionell zum Schluss immer den Buchtipp. Nun hatten wir schon ein bisschen gesprochen, das heißt, du hast keinen Buchtipp, du hast stattdessen aber trotzdem einen Lesetipp. Ein Lesetipp, genau. Und wie sollte es anders sein vom Marketing-Club? Denn wenn man bei uns Mitglied ist, dann kriegt man einmal monatlich die Absatzwirtschaft. Die wird von den Clubs geschrieben und greift natürlich die aktuellen Themen der Branche auf. Und wenn man Mitglied ist, also das ist die Absatzwirtschaft. Und wenn man Mitglied ist, kriegt man auch die Horizonte. Aber ich bin heute hier, mein Buch Zeitungstipp ist oder Magazintipp ist die Absatzwirtschaft. Weil die neuesten, also spannende Interviews von Unternehmen aufgreift und auch das Thema neue Themen wie Digitalisierung, KI immer mit abbildet. Genau. Okay, das heißt, Absatzwirtschaft ist sozusagen nochmal das Medium. Ich sehe es auch online, es gibt es im Netz, absatzwirtschaft.de. Und damit habe ich dann die Möglichkeit, mich sowohl dort zu informieren, ich habe es auch als Heft, es gibt es auch als Heft, ne, gedruckt. Ja, genau. Und alles Weitere, liebe Leute, wenn ihr Fragen habt an Linda, wir haben die Top-Tipps haben wir unten drunter. Links, LinkedIn-Profil und links im Marketing-Club sind dabei. Sagt Bescheid, nehmt Kontakt auf, Daumen hoch sowieso. Und ich sage dir ganz, ganz herzlichen Dank für den Austausch heute Morgen. Danke dir, Matthias. Ja. Dann bin ich sehr, sehr gespannt, wie die Dinge sich weiterentwickeln und wie der Marketing-Club in 1, 2, 3 Jahren aussehen wird. Dankeschön. Und das Gleiche wünsche ich dir auch für deinen Daily Talk. Danke. Okay, bis dann. Tschüss. Tschüss. So, das war er. Das war der Daily Trend Talk mit Linda Bolz zum Marketing Club. Was sind deine Gedanken dazu? Wie siehst du das? Wie würdest du dein eigenes Marketing ausrichten? Bist du in Hamburg ansässig, Mitglied im Marketing Club oder bist du in München? Hallo an die Münchner. Oder denkst du eher international? Lass uns reden, lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Die fängt immer heute an, wie wir wissen, mit dir, mit mir und mit uns allen hier in diesem Sinne. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und freue mich auf den weiteren Austausch, auf die nächsten Daily Trend Talks. Sage in diesem Sinne, wir sehen uns.